Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören heute mit Musik meine Videos. Natürlich GEMA-freie Musik, nicht, dass mir dieses Spitzenvideo von heute gecancelt wird. Sie kennen das Problem. Ich habe es durch Zufall gefunden. Sie haben eine Nähnadel. Und jetzt wollen Sie einen Faden reinmachen. Dann gucken Sie, ja, ich habe hier einen Faden. Den mache ich jetzt in die Nähnadel rein. Da machen Sie den nass und hast du nicht gesehen und alles Sperenzchen. Und bei dieser Nähnadel müssen Sie wahrscheinlich 10.000 Jahre rumfummeln, bis da überhaupt ein Faden drin ist. Das ist so klein, das Loch. Das sehen Sie kaum. Dann da, ja, agromäßig schon. Da schmeißen Sie so die Tassen an die Wand. Und müssen fünfmal um den Block rennen. Schreien 10-mal die Bude zusammen und immer noch nicht der Faden in der Nähnadel. Da gibt es aber einen Trick. Vielleicht haben Sie sich auch gewundert. Wofür ist das denn hier? Was ist das denn für ein Spitzengadget hier? Wofür ist das? Im Nähkasten drin. Das ist ganz einfach. Spitzentechnik. Jetzt nehmen Sie das Teil hier und schieben das durch die Nähnadel durch. Das ist so fein und dünn. Dann nehmen Sie den Faden. Gucken, wie das ist, nicht, dass vielleicht die Muckeende ist. Dann schieben Sie den Faden nicht durch das Nähnadelloch, sondern durch das nun natürlich viel größere und praktischere, durch die viel praktischere und größere Raute dort. Und dann nehmen Sie einfach die Nähnadel und schieben die wieder zurück. Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen zu viel Faden, weil dieser fette Faden, der passt da nicht durch. Nicht, dass die Klaviersonate hier beendet ist, bevor ich hier fertig bin. Das muss natürlich schon ein Faden sein, der auch da durchpasst. Sie können natürlich nicht einen Schiffstau da durchzwirbeln, das geht nicht. Der ist von der Größe her überhaupt gar nicht machbar. Dann nehmen Sie diesen kleinen Faden, bei dem man auch schon Probleme hätte, den überhaupt durchzukriegen. Ich wüsste nicht, wie lange ich da rumprobieren soll, um den durchzukriegen. Dann nehmen Sie den Faden hier und dann ist wirklich hier die Nadel einfach nicht. Ich habe die kleinste anscheinend, die ich finden konnte. Dann schieben Sie den Faden hier durch, schieben das zurück und haben vollkommen stressfrei den Faden durch die Nadel durchgeschoben. Dafür ist dieses Gerät hier immer zu empfehlen, wenn Sie nicht die Agro-Session vom Herrn haben wollen, bevor mal der Faden durch die Nadel ist. Das ist wirklich eine sehr kleine Nadel hier. Mikroskopisch klein das Loch. Ich kann mit der Brille kann ich das kaum sehen, aber hier mit kein Problem. Steht denn da drauf? Kann ich das denn mit Brille lesen? West Germany. Kleine Gadgets, nicht zu verachten. Ich schätze, die kostet höchstens ein paar Cent. Kleiner Preis, große. Ich danke für das Schauen des Videos. Wenn Sie also nächstes Mal das Problem haben, ich habe einen Faden, den muss ich durch eine Nadel durchkriegen, ich muss was nähen. Sehen Sie sich das hier an. Das ist die Lösung. Vielen Dank fürs Schauen des Videos. Ein Daumen hoch wäre super. Ein Abo wäre fantastisch. Bis zum nächsten Mal.